Wir sind das Bindeglied zwischen dem Kunden und dem Lieferant, dass der Kunde die Lebensmittel konsumieren kann, die sicher sind und damit sich der Kunde keine Gedanken darüber machen muss. Die Informationen müssen eigentlich auf jedem Produkt angegeben sein, damit der Kunde, wenn er einkaufen geht, dann weiss, was er kauft eigentlich, also im Prinzip, was er isst. Für Personen, die von einer Allergie oder von einer Unverträglichkeit betroffen sind, ist es wichtig, dass die verschiedenen Stoffe, die Inhaltsstoffe auch klar angegeben sind auf der Verpackung. Das machen wir beispielsweise in der Zutatenliste. Dort gibt man ja die ganzen Zutaten an, die im Produkt enthalten sind. Und speziell Zutaten, die zu Unverträglichkeiten führen können, die werden im Zutatenverzeichnis hervorgehoben. Wir als Inverkehrbringer, wir als Denner sind verpflichtet, unsere Produkte, die wir unseren Kunden anbieten, dass wir die regelmässig überwachen. Eine regelmässige Überwachung kann einerseits durch die eigenen Kontrollen stattfinden, die werden aber immer ergänzt durch externe Kontrollen, wo man chemisch, physikalisch, mikrobiologische Parameter analysiert. Die müssen von akkreditierten Laboratorien gemacht werden. Man möchte den Verbraucher schützen. Es gibt zwei Aspekte. Einmal, dass man die Gesundheit schützt. Das zweite ist aber auch, dass man eine Täuschung vermeidet. Täuschung wäre beispielsweise, ein Produkt als Bioprodukt in Verkehr gebracht wird und wir aber feststellen, dass Pestizidrückstände vorhanden sind, die in diesem Zusammenhang nicht erlaubt sind. Man führt häufig Untersuchungen durch, nicht damit man jetzt gewisse Lebensmittel aus dem Verkehr zieht, sondern damit man eine vernünftige und seriöse Lieferantenbewertung hat. Wir geben Denner eine wichtige Entscheidungshilfe, damit sie sichere Produkte auf den Markt bringen. Der Produzent muss, bevor er es auf einen Lastwagen tut, sicherstellen, dass der Lastwagen abgekühlt ist. Bei unserer Verteilzentrale wird geschaut, ob die Temperatur noch genug tief ist. Das wird stichprobenartig kontrolliert. Wenn es unter 5 Grad ist, ist gut, darf man das Produkt einlagern. Wenn die Kühlkette unterbrochen wird, wird die Produktqualität beeinflusst. Und es kann auch die Sicherheit des Produkts beeinflussen. Wie ich gerade gesehen habe, sind die Pizza. Die ist gebläht. Die Qualität stimmt da nicht mehr. Die muss man rausnehmen. Also ich finde das ganze Thema Deklaration sehr faszinierend, weil es auch immer wieder Änderungen gibt, dass man da auch immer vom Fachwissen her immer auf dem aktuellen Stand bleiben muss. Und das finde ich eigentlich spannend.